Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen, Version 2.0. Wir werden jetzt auf Feld Nummer 60 Sonnenrohr sehen. Dazu fahren wir ganz kurz ein bisschen mehr aufs Feld drauf. Und dazu aktivieren wir kurz mal Crossplay und machen eine Crossgenerierung für Feld Nummer 60. Den ersten Kurs ist schon gelöscht. Okay, dann hier auf Feld 60. Zwei Vorgewände, weich. Bisschen kleiner nehmen in die Arbeitsbreite. Die Rennen hier war auch ganz kurz, ne? Oder hier. Erstellen wir mal einen Kurs, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Dann immer darauf achten, dass sich, wenn der irgendwo hier fährt, dass er sich nicht irgendwie bei Krummfeldern hier zum Beispiel, dass da nicht, ein Kurs hier rüber gehen würde, damit dann mal gucken, dass man passt, oder hier ist noch immer, dass das Prinzip da, wo man nicht fahren könnte, dann doch fahren würde. Ne? So, dann nehmen wir den ersten Wegpunkt und einstellen. Machen wir Sonnenblumen hier rein. Von der Fruchtfolge her ist das jetzt, wäre noch Soja möglich gewesen oder Gras. Wir möchten aber jetzt Sonnenblumen haben. Kann sein, dass wir flügen müssen, aber da können wir am Herd ja alle Ruhe machen, ne? Beziehungsweise, ja, gedüngt 20-30%, passt. Und jetzt kommt Sammlung. Gehört dir, also mir, ne? Ist egal, ne? Wurscht. So, wir fahren mal den Traktor. Ja, wir fahren immer zurück. Den brauchen wir jetzt immer nicht mehr. Den werden wir jetzt Richtung Platz fahren. Volltanken, waschen und reparieren. Dann nur noch einmal Kühe kaufen und dann werden wir die Kühe noch mal richtig kräftig versorgen. Ne? So, jetzt haben wir Frühling Mitte. Das Gras ist schon mähfähig, da muss ich überlegen, ob ich da. Oh, das könnten wir fürs Geld was kaufen. Ne? So eine Krone, ne? Der kann ja ruckzuck, das Ding ja. Mähen, ne? Das wäre eine Option. Das haben die Kühe uns das, verdient. Werden wir machen, ja? Eine Krone kaufen, den großen. Und da können wir die Wiese entsprechend bearbeiten. Nächstes Jahr könnten wir theoretisch auch wieder entsprechend, ne? Also, vielleicht können wir auch eine Wiese zulegen, mal sehen. Die 60 zum Beispiel wäre ganz gut. Auf Wiese. Ist ja eine Wiese vorhanden, ne? Ob es nicht auch noch eine Wiese ist, der KI-Bauer ist unberechenbar, ne? Also, es kann sein, muss aber nicht sein, ne? So, das heißt, hier vorne ist der Punkt. Tankstelle und dann kommt der Punkt mit Apparaturen weiter. Volltanken werden wir auf jeden Fall machen. Dann haben wir es hinter uns. Natürlich Diesel, ne? So. Hätte einen großen Tank, ne? Geht aber rein, ne? Ist ja auch ein hoher Traktor, ne? So. Wir müssen mit allen reinkommen, ne? Reparieren. Den machen wir auch heile. Können wir da was ändern? Radgewichte können wir machen. Zwillingsbereifung. Drillinge. Standard. Wir lassen den mal so wie es ist, ne? Drillingsbereifung wäre ein bisschen übertrieben. Aber. Immer sind hier keine Auswirkungen. Auf dem Boden gibt es noch keine spezielle Textur dafür oder Reaktionen. Ne? Weil normalerweise ist ja so, bei großen Schwermaschinen ist es ja besser, man vielleicht verteilt die Last auf mehreren Reifen, ne? Dadurch, dass der Boden nicht so stark gepresst wird.
Und da haben wir noch einen zweiten Press. Ja gut. Gut. Haben wir das sauber. Dann können wir das Gerät wegstellen und Maschinchen hier. Schön repariert alles. Und null. Ja, wo stellen wir das am besten hin, ne? Direkt neben dem Flug. Denk mal, dass wir hier die Dinger auch fliegen müssen, wenn das jetzt in Sonnenblumen ist, glaube ich. Soja ja nicht, aber Sonnenblumen könnte damit geflügt werden. Müsste, glaube ich. Weiß nicht genau. So. Den hängen wir aus und wir werden den mal machen. Schauen, hat da ein Gewicht dran? Der hat hier vorne ein Gewicht dran. Kommt an. Bestimmt notwendig, weil er hinten so schwer ist. Beim Arbeiten vor allem. Also der hat nämlich kein Gewicht. Wahrscheinlich ist er auch schwer genug. So, den fahren wir hier mal in die. Normalerweise in die Garage, ne? Also immer teure Maschinen kommen in eine verschlossene Garage. Kostet ja richtig Geld. Ja, einer frei. Mach mal Tür auf. Den machen wir zu. Den haben wir mal aufgelassen, ne? Schön. Na, geht zu. Jetzt so alles funktioniert, ne? So, jetzt gehen wir ganz kurz zu unserem. Ah, hier Sonnenblumen. Macht die erste Runde. Ja, wo haben wir überhaupt die Hänge überhaupt? Da ist er doch, ja, wollte ich sagen. Wo ist denn der? Leer? Ja, ist leer. Also wir Tieren sollte man nicht stehen lassen. Das gibt Probleme. So. Holsteiner Kuh. Ob wir noch ein paar Kühe nehmen für unsere Masttiere? Na, eigentlich nicht, ne? Wir wollen ja essen hier Milch haben. So, da haben wir es. Jetzt haben wir die Kühe zum Stall und dann können wir mal sehen, können wir gleich stehen lassen. Später die Kälber dann nachher entsprechend umstellen wieder. Wenn dann noch einige kommen noch, ne? So jeden Tag ein paar Stück. Geht schon. Jetzt mal schauen. Mit Tieren soll man nicht mal gefahren, ne? Müssen wir mal schauen, ob wir da den Milchanhänger holen könnten. Und dann mal schon Milch verkaufen. Ach, Futter müssen wir die haben. Ah, voll Tür. Wieder die zu. Erschrocken eben. Mit Durchzug? Aber sie nicht. Muss ich den mal schauen. Aber erstmal um die Folge fertig. Ja, da haben die Kohle nicht gekriegt, ne? So spät reagiert. Also mal gucken da.
sind wir wieder. So, dann wollen wir gleich Tiere versorgen. Das ist ganz wichtig. Da jetzt mehr Tiere haben, brauchen wir wieder mehr Futter. Logischerweise. So. Noch 70 Tiere insgesamt. Beziehungsweise hatten wir mal. So. Alt ist. Aufnahme läuft, jo. 254, das passt. Wie gesagt, müssen wir jetzt entsprechend Futter nachgeben. Stroh, Wasser und ja. Sauberkeit ist zum Glück hier nicht der Fall. Und hier sind unsere Kälber, die sind perfekt versorgt, gut Wasser, können wir nachfüllen, Futter wird eine Weile reichen und hier unser ehemaligen Stall, da werden wir nachher auch die männlichen Tiere rausnehmen und mal gucken wir hier, ob wir hier schon Kälber haben, normalerweise ja. Oh, eins, sieht gerade hier. Weiblich, männlich, einige bei. Man grob schätzt 9 Stück. Da sind nochmal 2. Weiblich. Alles machen wir später. Alle raus. Hänger sauber. Sauber. Gut, dann werden wir jetzt mal die Tiere nochmal Stroh geben und Futter und Wasser. Als erstes mal gleich Wasser aufdrehen. Also Leute, macht euch nicht verrückt, trinkt Wasser. Es gibt einen Wasserhahn, ne? Wir müssen kein Wasser fahren. Unser Stall hat einen Anschluss für Wasserfluss. So, Stroh. Wenn wir noch einmal nach Fuhre nachholen können. Schauen wir mal, was unser Mistfuhre sagt. Der Platz. Jo. Ja, weil der Marsch hat mich festgefahren, ne? Wer es gesehen hat. Oh, schön Mist. Ja, wenn die Saatgut hier durch ist mit dem Düngen, also mit der Aussaat, Sonnenblumen, dann können wir auf 5 gehen nachher. Ja, jetzt haben wir den Schotter rein. Mal gucken, hier wieder Futter knapp, ne? Ohne her. Wir machen her. Silage haben wir da, große Menge. Und Stroh haben wir noch auf Lager. Und von daher sollte es kein Problem sein. Das sind ein bisschen andere Relationen wie mit dem Futtermischwagen, ne? Futtermischwagen ist ja sehr, sehr wenig, ne? Hier ein bisschen mit den Geraden hier. Böses Gelände hier. Ein Wunder geschieht, ne? Das Futter fällt raus. Wahnsinn. Also ohne Futtermuschstation hier wäre das verdammt sehr, sehr, sehr aufwendig. Jetzt mit Futtermischmagen zu machen, naja, ich weiß ja nicht. Das ist ja ein Volltime-Job. Die Ballen reinkippen, dann die Ballen ja, richtig mischen vor allen Dingen. Ist ja fast unmöglich, ne?
Oh, Lohnzahlung. Ich will jetzt 500%. Ich will mich immer ruinieren, ne? Also, ja, man kann ja gerne ein bisschen mehr zahlen, ne? Also, wenn dann genauer gearbeitet wird zum Beispiel, ne? Wie da was zu erkennen wäre, also von der... Obwohl... Ist ja auch Quatsch, ne? Normalerweise so, dass man ja... Da hätte man theoretisch einen Festangestellten, ne? In der Firma, der wird ja nur so bezahlt, ne? Festen Gehalt. Und mir ist ja Tagelöhner, ne? Tagelöhner wird das Geld hier, was er immer in der Stundenweise arbeitet. Jeden zweiten Tag so viel Futter. Das soll das Winter werden, jetzt ist das Frühling. Naja, dann schauen wir noch. Viel Heu machen das mal. Na, Zeit, ja, die Zeit geht auch in den Gegend, ne? Wieder mal eine Folge geschafft. Also die oberen Kühe brauchen immer kein Futter, die brauchen nur kurz Wasser. Unter anderem Stall muss mal geputzt werden, ansonsten ist das nicht so tragisch. Habt ihr auch ja sehr wendig, ne? Muss man sagen, ne? Also bis für uns eng ist, sehr günstig zu fahren, ne? Hier wollen wir eine Straße bauen. Bei Gelegenheit, eine Zeit haben. Ich habe ja nie Zeit, eigentlich. Ja, ich habe nur einen kleinen Futterbeschwaden, schon zwei Folgen geschafft, ne? 250 hier. So, wir haben immer das immer erledigt. Den Rest fahren wir jetzt in unser Lager. Strom messen ist gut. Ups. Auf Strom was konzentriert. Aber egal, ne? Ist ja wurscht. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Oder wie auch immer. Wie ihr wollt. Und schönen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, fürs Abonnieren und dergleichen, was immer so schön macht. Danke und tschüss.